Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Die, die mich schon länger begleiten, können vielleicht erkennen, dass ich hier in meinem Kursraum bin. Den habe ich komplett auf den Kopf gestellt, also besser gesagt, ich habe ihn sozusagen auseinandergenommen. Es herrscht das pure Chaos. Diesen Raum möchte ich neu gestalten, obwohl ich ja eigentlich nicht weiß, ob ich in diesem Haus bleiben kann oder nicht. Aber egal, ich werde das machen. Und bevor jetzt jemand sich beklagt, dass hier das Rezept nicht sichtbar ist von der Pulp, ich habe über 140 Videos. Bitte schau da vorbei. Da findest du viele Videos von mir, wo ich auch das Rezept nochmals erkläre. Da musst du halt ein bisschen durchstöbern. Heute geht es um einen Hängetopf und um eine Schale, die ich dekoriert habe. Es ist also kein Video, wo ich den kompletten Ablauf zeige, sondern der Hängetopf wollte ich schon seit ewigen Zeiten fertig machen und da nehme ich dich jetzt mit. Und die Schale, da hatte ich einfach Lust dazu, die habe ich dekoriert. Was ich damit gemacht habe, das siehst du jetzt. Am Schluss gibt es noch ein paar Informationen zum Shop und sonstige Neuigkeiten. Also bleib dabei, viel Freude beim Zuschauen.
Ich werde jetzt noch ein paar Sachen dazu sagen. Also es wird jetzt ein bisschen ein längeres Blabla. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt hier abschalten, obwohl du wirst was verpassen. Es gibt tolle Neuigkeiten. Zuerst möchte ich jetzt noch was sagen. Erstens zum Hängetopf. Der ist jetzt endlich nach einem Jahr fertig geworden. Wie du siehst, kannst du wirklich ganz einfach hier Henkel anbringen. Schau einfach, dass die Übergänge ein bisschen dicker sind, damit das dann auch hält, wenn du es aufhängst. Hier habe ich jetzt Lederbändel. Die kann man noch verstellen, je nachdem, wie tief oder wie hoch du diesen Topf hängen möchtest. Der wird in den Shop gehen. Den kannst du also auf meiner Webseite erwerben. Das wäre der hier. Ich habe hier auch die letzte Schicht mit Acrylfarbe eingefärbt und dann dünn aufgetragen. Dann zu dieser wunderschönen Schale. Ich fand sie schon ohne Dekoration sehr schön. Und ich werde den vermutlich auch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Ich werde die Löcher oben, die ich gebohrt habe, wieder zumachen und dann kommt auch diese Schale in den Shop. Wenn jetzt aber jemand von euch sagt, ihr findet das toll so, dann lasse ich die natürlich drin. Aber ich befürchte, dass die nicht halten beim Transport, weil, wie ihr schon beim Video gesehen habt, es ist sehr filigran und natürlich Vorführeffekt ist mir diese Samenkapsel ist mir abgefallen, aber es geht sehr gut, aber Vorführeffekt. Also die kommt auch in den Shop, die kann man erwerben. Und dann habe ich drei von meinen Lieblingsobjekten. Die sind auch schon bereits, also zwei davon sind bereits schon in meinem Shop. Die sind aber noch nicht weg. Und daher mache ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Zum Beispiel von dieser wunderschönen, schlichten Vase. Hier habe ich ein Glas drin, also es ist wirklich hochwertig, sie ist sehr schön, sie passt überall rein und die habe ich jetzt nur lackiert, die ist in der Ursprungsfarbe von der Pulp. Also wirklich ein sehr schönes Stück und meine absolute Lieblingsschale. Das ist die hier. Auch die ist wirklich so schön, aber die ist auch noch nicht weg. Die ist auch in meinem Shop. Diese Schale war sehr, sehr aufwendig, da ich sie komplett abeinander schneiden musste, weil alles, was gerade Wände hat, bekommst du nicht mehr von der Abform runter. Also die ist halt sehr aufwendig in der Verarbeitung her, daher ein bisschen höher im Preis. Und auch ein sehr schönes Stück, das ist absolut 100% recycelt. Ich habe hier eine alte Dose drin, die ich besprüht habe, also auch das kannst du mit Wasser befüllen. Und die war enorm aufwendig, weil sie oben sehr, sehr gerade ist. Und wer schon mit Pulp gearbeitet hat, weiß, alles, was sehr gerade ist, alles, was sehr glatt ist, ist sehr, sehr aufwendig. Dann habe ich hier beim Spaziergang am Fluss Sand gesammelt, gewaschen und ganz zum Schluss aufgetragen. Also das ist auch ein Einzelstück und auch diese geht in den Shop. Das kannst du auch auf meiner Webseite erwerben.
Dann zu meinem Shop. Ich weiß, ich habe noch einen sehr altmodischen Shop. Ihr könnt da nicht einfach draufdrücken und dann ist die Bestellung gemacht, sondern ihr müsst mir wirklich die Nummer angeben und mir kurz ein Mail schreiben, damit ich euch die Objekte zusenden kann. Ich werde versuchen, einen professionellen Shop aufzubauen. Das braucht einfach extrem viel Zeit und ich muss mich mit dieser Technik auseinandersetzen. Ja, ich werde schauen, wie schnell ich das schaffe. Ich kann aber nicht einen Zeitraum angeben. Ich werde sowieso meinen Shop jetzt ein bisschen breiter fächern. Ich werde mehrere Sachen jetzt noch in den Shop reinmachen, auch kleine Sachen, die nicht so teuer sind, wie zum Beispiel, ich habe diese äußerst süßen Fliegenpilze. Diese Fliegenpilze, dazu habe ich ein Video gemacht, das werde ich dir verlinken hier oben, hier oder hier, wie ich die gemacht habe. Die sind wirklich äußerst bezaubernd und sehr aufwendig. Die, da habe ich noch ein paar davon, ich verschenke die manchmal. Aber die kommen in den Shop, die kannst du also bei mir auch erwerben. Also so kleine Sachen, wo man verschenken kann oder zu einem Geschenk beifügen kann, die sind sehr toll. Und ich mal ihr ab und zu und ich habe hier auf Holz Bilder gemalt. Das sind alles Unikate. Da habe ich 6 Stück davon. Ich muss schauen, wie ich die noch am besten abfotografiere, dass das wirklich gut sichtbar ist auf der Internetseite. Auch die werden in den Shop kommen und ich werde in Zukunft mehr Sachen in meinen Shop machen, wo ich bemalt oder gemalt habe. Ich werde vielleicht auch Kunstdrucke davon anfertigen lassen. Ja, also ich habe noch einige Ideen, die ich verwirklichen möchte und da bin ich jetzt dran. Und dann habe ich noch eine Idee für Weihnachten. Zuerst wollte ich ein kleines Buch machen, nur mit Weihnachtsdekorationen aus Pulp. Da bin ich mir aber noch nicht schlüssig, also du kannst mir sehr gern in die Kommentare reinschreiben, ob so ein kleineres Buch, alles mit Weihnachtsdekorationen aus Pulp, ob dich das interessieren würde. Dann würde ich das nochmals überdenken. Aber mein Plan ist, ich möchte einen Jahreskalender machen und zwar einen Kalender, der unendlich ist, also den du jedes Jahr wieder neu einsetzen kannst, wo du zum Beispiel Geburtstage oder Sachen, die einfach jedes Jahr wiederkommen, eintragen kannst und den eben mehrjährig benutzen kannst. Da werde ich auch in jedem Monat eine Dekoration, ein Bild von einer Dekoration drauf machen und auf der Rückseite wird die Anleitung dazu sein. Also es ist so im Prinzip ein Kalender plus ein kleines Anleitungsbuch, ein Anleitungskalender. Das fand ich eigentlich noch eine sinnvolle Idee als nur ein Kalender. Und ich finde auch, den kann man toll verschenken, wenn jetzt jemand sich auch für diese Materie begeistert, dann hat er einen Kalender und trotzdem Anleitungen. Okay, das ist so meine Idee. Zum Shop und ansonsten werde ich jetzt auch mich mehr ein bisschen auf Schalen und Vasen und solche Dinge konzentrieren für in den Shop, weil das einfach besser läuft und ich lebe davon.
Und was ich auch jetzt vermehrt machen werde, sind meine Figuren über den Shop zu verkaufen. Auch da kannst du wirklich mal vorbeischauen, ob dir eine Figur gefällt. Ich werde sie auch wirklich zu einem recht günstigen Preis anbieten, da ich einfach wieder Platz brauche und bevor ich irgendwelche Dummheiten damit mache, finde ich es schöner, wenn jemand Freude daran hat und die Figur einen neuen Platz findet. Das wäre das. Wie es weitergeht, was das nächste Video sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich bin gerade wirklich mich komplett neu am Ausrichten und ich muss unbedingt mehr Ordnung in mein Leben bekommen, damit ich die Übersicht nicht verliere. Okay, das soll es gewesen sein. Schau gerne in meinen Shop vorbei. Schreib mir einen Kommentar, ob du das mit diesem Kalender eine tolle Idee findest. Ich werde davon immer nur eine limitierte Auflage machen. Und ja, es würde mich sehr interessieren, was du davon haltest, damit ich weiß, was ich produzieren soll und was nicht, weil es ist alles kostet Geld für mich. Ich gehe ja immer in Vorkasse und dann wäre es blöd, wenn das nicht funktionieren würde. In diesem Sinne, bleib kreativ, umarm deine Liebste, genieße den Restsommer. Wir sehen uns sehr bald wieder und schau einfach mal gerne in meinem Webshop vorbei. Das würde mich sehr freuen und vielleicht inspiriert es dich auch einfach nur. Okay, alles Gute, tschüss zusammen.